Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe DEA-Gemeinde, zu einer weiteren Ausgabe eurer Drug Education Agency. Ja, wir sind noch da, wir bleiben auch da und wie ihr mitbekommen habt, haben viele der Kanäle, die jetzt von YouTube gelöscht worden waren wegen irgendwelcher nicht gewünschten Inhalte, sind einige dann doch auch wieder aufgetaucht auf der YouTube-Plattform. Hier die DEA war und ist überhaupt nicht gefährdet. Ich hatte im Februar einen Strike bekommen wegen einer Folge über DMT-Gräser in Deutschland, die allerdings total harmlos war. Und unser Strike ist abgelaufen, also ist auch wieder weg. Wir sind komplett clean und haben nichts zu befürchten. Und von daher, ich denke auch, dass die Kollegen der anderen Kanäle demnächst ihre Channels auf YouTube wieder haben werden. Ja, wir wollen uns heute mal mit drei Dingen befassen, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich wirken, aber letzten Endes alle auf eines hinauslaufen, nämlich auf Wissen, auf Bildung, auf Information und Aufklärung. Ja. Wir fangen mal an mit einer Frage, die sich ergeben hat aus der vorigen Folge. Ich habe ja erzählt, wie man beispielsweise LSD mikrodosiert, wenn man keine Lust hat oder wenn es einem zu unsicher ist, von Trips, von Pappen, von Filzen oder wie auch immer ein kleines Stückchen abzusäbeln. Man kann dann nur sehr ungenau dosieren und ich hatte gesagt, dass man LSD auch in Wasser auflösen kann oder auch in Ethanol, um es dann Milliliter und damit Mikrogramm genau zu dosieren. Wer von euch das jetzt nicht gesehen hat, der schaue sich gern die vorige Folge nochmal an. Ich habe das auch in Basel anlässlich meines Vortrags über LSD Microdosing zum Besten gegeben. Und dann kamen einige Diskussionen auf und ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, ja, aber halt, LSD ist ja doch gar nicht wasserlöslich. Andere sagen, ja, LSD ist wasserlöslich, aber nur sehr schwer, nur sehr schwerfällig, nur sehr schwierig, nur sehr schlecht wasserlöslich. Und da hat sich dann doch einiges an Diskussionen darum dann entfacht. Und ich möchte das ganz kurz auflösen. Also es ist so, dass LSD in der Tat in seiner Form als Base, als freie Base, Freebase LSD, in der Tat kaum bis gar nicht wasserlöslich ist. Das ändert sich allerdings, wenn man die gängige Form des LSD verwendet. Das ist das LSD in Form des Salzes der Weinsäure, auch Tartrat genannt. Übrigens die originäre Form von LSD, die auch Albert Hofmann hergestellt hat. Das ist also LSD, D-Lysaxsäure-Diethylamid-Tartrat. Das ist also LSD in einer Salzform und das ist sehr wohl wasserlöslich, sehr gut sogar. Und wer mir das jetzt so nicht abnehmen möchte, wer das nicht glaubt, wer meint, es besser zu wissen, der kann gern auch in gängiger Literatur mal nachschlagen. Ich denke mir die Dinge, die wir hier oder die ich hier zum Besten gebe, auch nicht aus. Letzten Endes kann man es natürlich versuchen mit dem LSD. Dazu darf ich euch nicht auffordern. Das wäre dann eine Aufforderung zum Begehen einer Straftat, weil LSD ja bei uns leider Gottes politisch illegalisiert ist nach wie vor. Aber man kann es natürlich, wenn sich einem die Gelegenheit bietet, ausprobieren. Und wer die entsprechenden Quellen dazu nochmal konsultieren will, der möge einfach Albert Hofmann, LSD, mein Sorgenkind, lesen. Oder eine weitere deutsche verlässliche Quelle, Daniel Traxel, psychedelische Chemie. Oder ein chemischer Altmeister schlechthin, Alexander Sascha Schulgin, hat auch in Tikal darüber berichtet, dass das LSD in Form oder in seiner Salzform nicht nur gut wasserlöslich ist, sondern dass es sogar eine der besten Möglichkeiten ist, LSD längerfristig zu lagern, indem man eben die LSD-Salzform, das LSD-Tartrat in Wasser auflöst und dann unter Ausschluss von Licht, Wärme und Luft lagert, beispielsweise in der Kühltruhe. Und dann ist es nahezu unbegrenzt haltbar. Das könnt ihr also nachlesen auf Englisch in Tikal. Und es gibt diverse andere Quellen, also jedes bessere, jedes gute Drogenbuch, was sich eben auch mit LSD beschäftigt, wird euch diese Auskunft geben. Das LSD-Tartrat ist also in der Tat sehr gut wasserlöslich. Ich wiederhole nochmal, man nehme davon Abstand, das Ganze in Leitungswasser lösen zu wollen, denn Leitungswasser enthält Chloride und die sind in der Lage, oder beziehungsweise die zerstören das LSD-Molekül. Ja? Von daher sollte man in der Tat, wie ich es auch gesagt habe, destilliertes Wasser nehmen. Ja, man kann auch Alkohol verwenden, aber ich halte das eben für nicht nötig. Also ich finde die wässrige Lösung durchaus noch die bessere. Damit haben wir jetzt schon ein paar Buchwerke genannt, auf
Da wird sich der Kreis dann nachher nochmal schließen. Also ich habe jetzt alles LSD mein Sorgenkind, Albert Hoffmann genannt, wo er also auch erklärt, dass er das LSD-Tartrat in eine wässrige Lösung gebracht hat. Dann haben wir Daniel Traxel, der auch nochmal ein paar Zeilen zum Thema LSD in Wasser aufgelöst geschrieben hat. Das ist Alexander Schulgin, ja, und viele andere Bücher, die ihr euch angucken könnt, beispielsweise auch von Abraham Hoffer und Humphrey Osmond, The Hallucinogens, eines der kultigen Bücher aus Amerika, kaum noch erhältlich und wenn dann zu horrenden Preisen, also sehr teuer. Aber diese ganze Referenzliteratur könnt ihr eben konsultieren, um zu sehen, dass das, was ich euch hier erzähle, kein Blödsinn ist. Ja. Gut, als zweites möchte ich dann, damit sich der Kreis schließt, zum Thema Bücher, Literatur, denn darauf gehen wir gleich jetzt nochmal ganz speziell ein, eine Mitteilung in eigener Sache machen. Jetzt zum 19. April ist sie rausgekommen. Unsere Lucys Rausch Nummer 7, Sondernummer 75 Jahre LSD. Ja, die ist jetzt im Pressehandel, im Bahnhofsbuchhandel, im Kioskhandel, in der Schweiz zum Beispiel, in jedem Coop-Markt, in vielen Verkaufsstellen in Österreich, in Deutschland sowieso. Die könnt ihr jetzt erwerben, könnt aber auch ein Abo abschließen. Ja, unten in der Videobeschreibung sind die Adressen, wo könnt ihr das Heft bestellen, wo könnt ihr es abonnieren. Da werden wir in der nächsten Woche in der neuen Nachtschattentelevision hier nochmal gesondert drauf eingehen mit einer Lesung und so weiter. Da werde ich euch mal einen Einblick in das Heft gewähren. Und dann ist gerade auch rausgekommen mein neuestes Buch, Kaffee. Ja, es ist doch gleich ein psychoaktives Genussmittel. Ja, ich bringe so viele Bücher raus, ich kann mir gar nicht wirklich mehr merken, wie die Untertitel der Werke sind. Gerade rausgekommen in unserer neuen Reihe Smart Plus vom Nachtschatten Verlag. Kaffee, ein psychoaktives Genussmittel. Auch das werde ich euch in der kommenden Nachtschattentelevision nochmal genauer vorstellen. Ja. Zum Schluss haben wir dann auch nochmal einen Terminhinweis. Also bitte bis dahin dranbleiben. Da ist Anfang Juni in der Schweiz eine ganz, ganz interessante Veranstaltung für psychedelische Enthusiasten. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die von eurer Seite aus häufig gestellt wird. Ich stelle also fest, nicht nur ich, auch Kollegen stellen fest, dass das Interesse an der Psychedelik, an der psychedelischen Philosophie, an der psychedelischen Wissenschaft, an der psychedelischen Bewegung immer größer wird und dass die Leute tendenziell sich immer mehr auch dafür theoretisch interessieren und die Psychedelik als ihren Lebensweg auch ganz gern in ihre Existenz implementieren wollen. Also der Trend geht so ein bisschen weg vom, ich nehme einfach Drogen und habe Spaß oder so, ich schmeiß einfach irgendwas ein und finde das geil. Das gibt es natürlich nach wie vor, aber das Interesse, das ernsthafte Interesse an der psychedelischen Bewegung, an der Psychonautik wird immer größer und das kann ich tatsächlich bestätigen aus meiner täglichen Arbeit. Ich bekomme viel Zuschriften und Nachrichten von euch, wo ich genau das sehen kann und auch meine Kollegen können das bestätigen. Und immer wieder die Frage, wie fange ich eigentlich mit der ernsthaften psychedelischen oder psychonautischen Forschung an? Ja, egal in welche Richtung sich das dreht, ob Leute wirklich in der psychedelischen Geschichte sich aktivieren wollen, also ob sie sich für die Bewegung als solche interessieren oder ob sie sich interessieren für die eigene Bewusstseinsarbeit, für das Erforschen der eigenen Psyche oder ob sie sich interessieren für die drogenpolitische Genese der Psychonautik und des psychedelischen Lebenswegs ist ja doch nach wie vor etwas für Underdogs. Es hat nach wie vor etwas mit ja, Kriminellem irgendwie zu tun. Es ist zwar, die Psychedelik kommt zwar immer mehr im Mainstream in der Gesellschaft an, aber noch hat es immer noch diesen, ja, leicht, wie soll man sagen, diesen leicht schmuddeligen Touch, leider Gottes, obwohl das überhaupt nicht nötig ist und auch der Psychedelik in keinster Weise gerecht wird. Ja? Viele Leute fangen jetzt an, sich mit den psychoaktiven Pflanzen zu befassen oder mit den psychoaktiven Substanzen per se. Und was ich eben sagte, also es geht um Politik, es geht um den psychedelischen Lebensweg als solchen. Es geht um Spiritualität, um Selbsterforschung, Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und so weiter. Und all diese Themen oder diese Stränge innerhalb der Psychonautik sind natürlich auch wichtig, dass sie bearbeitet werden von den Menschen. Und wie fängt man da eigentlich an? Das ist die Frage, die ich in letzter Zeit gehäuft auf den Tisch kriege. Ja? Und da lautet meine Antwort, und die möchte ich auch hier jetzt natürlich unbedingt verbreiten: Die ernsthafte psychedelische Arbeit fängt damit an,
dass man sich also informiert, dass man sich bildet, dass man Wissen ansammelt und auch argumentieren kann. Also jeder, der zum Beispiel innerhalb der Psychonautik auf den politischen Weg so gehen möchte, sollte natürlich wissen, was ist die Prohibition, wie ist sie entstanden, warum ist sie entstanden, warum hält man bis heute daran fest, Substanzen, die keinerlei betäubende Effekte herbeiführen, die den Körper in keiner Weise behelligen, wie die Tryptamine beispielsweise, warum hält man daran fest, die zu verteufeln und die auszusperren. Also es gibt ja Gründe für alles das. Oder auch beschäftigt man sich mit der spirituellen Tradition des psychonautischen Wegs, ja, mit Schamanismus und mit der Selbsterforschung der eigenen Psyche. Ja, und, oder man ist im Allgemeinen an der psychedelischen Kultur interessiert. Ja, wie ist die psychedelische Kultur des Westens entstanden? Welche gibt es sonst noch? Wie ist das heute? Und so weiter. Und das beginnt alles an der Basis mit dem entsprechenden Wissen. Das heißt, der Aufbau einer psychedelischen, psychoaktiven Bibliothek steht für mich, wenn ihr mich fragt, und ich kann euch immer nur meine Antworten hier zum Besten geben, an allererster Stelle. Ja? Jeder, der sich ernsthaft mit Psychonautik, mit Psychedelik befasst, sollte natürlich einen Grundstock an Literatur besitzen und nicht nur besitzen im Regal stehen haben, sondern auch lesen, gelesen haben, verinnerlicht haben, verstanden haben. Denn nur so kann man erstens eigene Arbeiten forcieren, so kriegt man Inspiration für weitere Themen, die innerhalb der Psychedelik beforscht werden sollten oder die, also egal ob auf wissenschaftlichem Wege oder auf Erkenntnis, auf dem Erkenntnisweg, egal, man muss natürlich ein gewisses Fundament an Wissen haben und auch verstehen, was ist die psychedelische Philosophie, das psychedelische Weltbild, wie kommt es zustande, wie erklärt es sich, wer hat es geprägt und so weiter und so fort. Und da steht am Anfang natürlich der Aufbau einer Bibliothek. Ja. Da gibt es zahlreiche Standardwerke, die man kennen sollte, wenn man sich mit der Psychedelik befasst. Und das sind deutlich mehr Namen als McKenna, Groff, Leary, Metzner und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viel. Und wer von euch da einsteigen möchte, dem sei empfohlen, es gibt hier auf dem Kanal eurer DEA diverse Folgen, wo ich psychedelische Standardwerke vorstelle. Ja, ich habe 2, 3 Folgen psychedelische Bibliothek und immer wieder auch Bücher vorgestellt. Ihr findet, wenn ihr in den Videos auf dem Kanal mal euch umtut, einige Videos zur psychedelischen Literatur. Und wenn euch das näher interessiert, würde ich auch in der Tat in der nächsten Folge da nochmal die meines Erachtens, ja, wie soll man sagen, wichtigsten ist schwierig, aber die Standardwerke vorstellen, mit denen man einsteigen kann, wenn man sich ernsthaft für die Thematik interessiert. Natürlich ist es immer gut, auch argumentieren zu können. Ja? Ich hätte zum Beispiel, also ja, jetzt ich habe ja vorhin zu Beginn der Sendung auch wieder Bücher als Quellen genannt für meine Aussagen bezüglich LSD und Wasserlöslichkeit des Tartrats und so weiter und so fort. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man die Dinge, die man postuliert, auch belegen kann und wenn man entsprechend auch eine gewisse Sicherheit für sich selbst hat, dass das, was man eben zur Grundlage nimmt für seine Arbeit, für seinen Lebensweg, auch in der Tat so ist. Also von daher, der Aufbau einer entsprechenden Bibliothek zum Thema Drogen, zum Thema psychoaktive Substanzen, zum Thema Psychedelik ist da, wie ich finde, das Fundament für jede Arbeit, die folgen kann. Das ist letzten Endes auch der Grund, warum ich selber Bücher schreibe, Magazine mache, Magazinbeiträge schreibe und auch sowas wie hier eure DEA und die Nachtschattentelevision produziere, weil ja ganz einfach dieses Konservieren von Wissen notwendig ist. Ja, es existiert wahnsinnig vieles an Informationen zum Thema Drogen und von all den vielen Büchern, die es über Drogen, Rauschdrogen, psychoaktive Drogen gibt, ist ja also von all denen, die es gibt, mehr als die Hälfte, also im Grunde genommen unbrauchbar. Das sind Werke von Prohibitionisten, von Suchtmedizinern, von Ärzten, die also auch was haben gegen die Drogen und so weiter. Das haben wir alle schon x-mal durchgekaut hier. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, auch die Werke der Protagonisten zu haben, die also da ernsthaft, und ihr merkt, ich wiederhole das Wort ernsthaft hier dauernd, es geht ja tatsächlich um die wirklich ernsthafte Beschäftigung mit der Thematik,
Mathematik, ja. Und wer da einsteigen will, der sollte einen Grundstock haben an Wissen, auf das er zurückgreifen kann, mit dem er lernen kann, mit dem er leben kann. Man baut sich das so auf. Auch mein Wissen ist, ich meine, ich habe ja nirgendwo Drogenkunde studiert oder irgend sowas. Das ist auch so eine Frage, die ich oft kriege. Was hast du eigentlich studiert? Und so, ich habe gar nichts studiert, habe ich auch schon oft gesagt. Ich habe meinen gymnasialen Schulweg abgebrochen vorzeitig und habe auch dann keine Uni von innen gesehen, sondern alles, was ich an Wissen habe, mir selbst angeeignet, durch Praxis, durch Theorie, auch durch diverse Nebenstränge meines Lebens. Aber dazu habe ich auch schon vieles hier zum Besten gegeben. Wer das nochmal wissen will, kann sich auch die entsprechende Folge raussuchen. Die ist dann meistens irgendwie mit Markus persönlich und so betitelt. Ja, wer das wissen will. Also, die Motivation ist da bei euch, bei vielen von euch, das merke ich. Ist auch wahrscheinlich über dieses YouTube-Format hier, wird ja immer beliebter, auch eigene Sachen zu machen. Viele Menschen wollen also tatsächlich auch sich damit beschäftigen und das in ihr Leben einbetten. Viele Menschen haben genug davon, einfach nur am Wochenende zum Rave oder zur Party irgendwas einzuklinken, sondern wir wollen einfach mehr wissen. Ja? Wir wollen selber auch mehr beitragen zur psychedelischen, zur psychonautischen Kultur und das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ja? Nur nützt es wenig, wenn ihr mir E-Mails schreibt oder Facebook-Nachrichten und fragt, hey, was kann ich denn mal machen? Ja, ich möchte auch mal gern mich ein bisschen einbringen in der psychedelischen Kultur, was kann ich denn mal machen? Ihr Lieben, ich habe auch keinen, den ich fragen kann, was kann ich denn mal machen? Ja? Legt euch einen Grundstock an Literatur zu, an Büchern, aber auch an Videos, an CDs, an DVDs, an was es auch immer gibt. Also eine Mediathek rund um Drogen und Psychedelik. Und wenn ihr euch da engagiert mit befasst und echt daran interessiert seid, dann werden sich euch die Sujets, die es zu bearbeiten gibt, förmlich aufdrängen. Ja? Aber ihr müsst niemanden fragen, was kann ich denn mal machen? Entwickelt eure eigenen Ideen. Ja? Wir alle, ob ich selbst oder meine Kollegen alle, wir haben niemanden, den wir fragen können, was kann ich denn mal machen? Ja? Wir saugen uns das förmlich aus den Fingern. Ja? Das ist zwar negativ belegt, das meine ich aber nicht negativ, sondern tatsächlich, wenn es zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, es gibt zum Thema oder es gab zum Thema DMT kein wirklich gutes deutsches Buch. Es gab verstreute Textstellen in vielen Büchern, vieles wiederholt sich, häufig sind es auch fehlerbehaftet und so. Und weil es zu dem Thema eben kein ordentliches deutsches Buch gegeben hat, keine ordentliche deutsche Monographie, habe ich die eben einfach verfasst. Ja? Aber da habe ich auch nicht jemanden gefragt, was kann ich denn mal machen, sondern da habe ich einfach gesehen, hier ist ein Bedarf vorhanden, ein solches Werk gibt es schlichtweg nicht, also verfasse ich das. Ja? Und so ist es mit allen anderen Werken, die ich veröffentliche, die ich produziere und veröffentliche, auch so. Mein allererstes Buch, Psychoaktive Kakteen, 2003 bei Werner Pieper rausgekommen, war genau sowas. Ich habe also mich für die psychoaktiven Kakteen interessiert und überall nur Textstellen gefunden. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich müsste die für mich mal sammeln und die zusammen kopieren und in einem Konvolut irgendwie vereinen, damit ich mal das gesammelte Wissen da mal habe. Und dann kam mir die Idee, hey Alter, auch andere könnten vielleicht daraus einen Nutzen ziehen und habe einfach angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und damals auch ohne zu wissen, wie man so ein Buch schreibt. Ja, das war ja mein erstes. Ich habe auch keinen gehabt, der mir erzählt, wie das geht. Ich habe es einfach gemacht. Learning by doing. Und genau das ist das, was ich euch auch allen empfehle. Zum Schluss der Sendung jetzt noch eine Empfehlung, hatte ich vorhin schon mal kurz avisiert. Es ist jetzt am 9. Juni in Zürich, im Volkshaus Zürich, eine Veranstaltung, einen Tag lang, die nennt sich Elevate. Oder Elevate Live von mir aus auch. Da werde ich leider nicht sein. Da ist mir der Aufwand der Anfahrt für einen einzigen Tag zu groß. Ich bin da zwar eingeladen, aber werde nicht da sein. Aber es lohnt sich natürlich für jeden von euch, der in der Nähe ist oder den Weg auf sich nehmen will, denn es sind allein zwei Personen da, für die es sich lohnt, anwesend zu sein, nämlich Dennis McKenna, der Bruder von Terence McKenna, der wird da ein neues Buch vorstellen, und Octavio Rettig, ja, ein Arzt aus Amerika, der mit 5-Methoxy-DMT arbeitet und auch ein entsprechendes Buch dazu verfasst hat. Auch das habe ich in meinem DMT-Buch ganz gut zitiert und vorgestellt und gefeatured. Und die beiden sind für mich alleine schon die Highlights, die es rechtfertigen, auf diese Veranstaltung Elevate zu gehen. Und wer von euch es schafft, auch anwesend zu sein, der möge sich jetzt schon ein Ticket sichern. Ja, Internetadresse seht ihr hier, habe ich auch unten in der Videobeschreibung nochmal eingeblendet.
Ich denke, das ist für jeden Psychedeliker, für jeden Psychonauten eine wirklich lohnenswerte Veranstaltung. Sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn es irgendwie geht. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur Nachtschattentelevision. Bis dahin bleibt mir gewogen. Lasst es euch gut gehen bei dem schönen Wetter und goodbye.